Hallo Grillfans! In einem meiner letzten Videos, sprich das Vakuumiervideo, oder da, ich weiß noch nicht genau, habe ich ja ein Stück Fleisch mariniert mit der Soße meines Bruders. Da bin ich dazu gekommen, dass ich diese Soße hier erhalten habe. Die hat mein Bruder selbst gemixt, meinte, musst du probieren. Kannst du als Marinade benutzen, kannst du als Soße benutzen, kannst du als Dip benutzen. Hab mir ein schönes Steak von der Firma Yo Beef besorgt, ein schönes Rumpsteak. Ich zeig's mal kurz in die Kamera. Schön marmoriert, nicht zu dünn, so muss es sein. So, wir nehmen uns jetzt mal das Stück Fleisch. Das habe ich vorher abgetupft. Und dann schmeißen wir das mal da rein. Dann nehmen wir uns jetzt aber die Soße. Die riecht sehr fruchtig und scharf. Die schmeckt sehr fruchtig und noch viel schärfer. Also, da freue ich mich also richtig drauf. So, jetzt verteilen wir aber noch schnell die Flüssigkeit. Das ist nämlich das Schöne daran, wenn das nur so halb versiegelt ist, in Anführungsstrichen. Dann kann man sich die Flüssigkeit ja noch dahin drücken, wo sie hingehört. So, aktueller Stand ist, jetzt ist 2 Tage später, weil ich bin nicht dazu gekommen, es am Abend zu machen, weil wir sind nämlich weggefahren. So sieht es aktuell aus. Jetzt geht es auf den Grill. Ich habe es abgewaschen, abgetupft, damit es nicht nass ist oder nicht ganz so nass ist. Und ja, jetzt wie gesagt, raus und ab damit ins Feuer. Setting ist ganz einfach. Volle Kanne. Hier ein bisschen direkte Hitze. Es kommt aber gleich oben auf den Ablagerost, sodass das dann bei 100 Grad Gas ziehen kann. Oder die Kerntemperatur erreichen kann, die ich will. Sprich knapp über 50 Euro. Sprich knapp über 50 Grad. 52, denke ich. Hat sich die Zange verklemmt.
So, und jetzt seht ihr, dass das Fleisch frisch aus dem Kühlschrank kommt und ich es nicht habe draußen ruhen lassen. 11 Grad. Also außen schon schöne Farbe und innen 11 Grad. Wie gesagt, jetzt kann es langsam hochziehen. Wie man sieht, ich habe hier am Grill 110, 120 Grad. Da braucht ihr also wirklich eine ganze Zeit. Da braucht ihr jetzt nicht mal zu sein. Ihr habt ja gerade schon schön genießen können, wie das Fleisch zizzelt. Oh, ein Geruch hier in der Luft. Phänomenal. Ja, ich denke, das wird jetzt locker Viertelstunde, 20 Minuten dauern, bis es die Kerntemperatur erreicht hat. Wenn nicht länger. Weil ich lasse es ja, wie gesagt, ganz langsam garen. Und dann sehen wir uns gleich beim Verkosten. 50 Grad sind erreicht. Oh, das sieht doch sehr gut aus. Auf den Teller und ein wenig ruhen lassen. Also super aussehen tut's. Ja, dann machen wir einen Mittelschnitt. Und dann würde ich sagen, das ist doch ein optimaler Gargrad. Jetzt habe ich gerade meine Finger abgeleckt, da ist schon ganz schön scharf, holla. Dabei packt man lediglich ein bisschen Gewürzsalz und Büschel. Das ist kein Gewürzsalz, das ist sogar reines Salz. Mache ich mir so auf den Teller. Warm genug ist es, es fällt so auseinander. Also das Fleisch ist wie immer brillant, zart, saftig, war geil. Und die leichte Schärfe aus der Soße, die jetzt richtig schön lang hat einwirken können, geil, einfach geil. Mm. Ja, und dann bedanke ich nochmal bei Your Beef, bei denen ich das Fleisch bekommen habe, selbst gekauft. Bei Büchel, die mir das Gewürz, das Salz zur Verfügung gestellt haben. Und bei meinem Bruder, der diese einfach geniale Soße gemacht hat. Wenn euch das Video auch so gefallen hat und das Fleisch und die Soße und, sagt mir doch einfach Bescheid. Ich gebe es dann auf jeden Fall weiter an die Betroffenen. Und lasst mir einen Daumen hoch da und wir sehen uns. Bis denn.